So, wir sind zurück auf dem Highway. Ist wieder ein paar Tage später. Hier wird ein paar Tage nicht gezockt. Oh fuck, hier gibt's die UMP. Ja, jetzt habe ich einen schönen Fail gemacht. Ich habe nämlich die UMP eben gepuncht gehabt noch. Wo geht's denn da lang? Achso, das war das mit 15.000, ne? Ja. Ja, ich hatte die UMP eben noch gerade gepuncht. Ich habe aber auch noch die AK-74U gepuncht. Hätte ich beim letzten Mal gewusst, dass man da bei diesen 20.000 erspielen, dass man da, war ja die Pack-Punch-Maschine. Hätte ich da gewusst, was auf mich zukommt hier mit nochmal 15.000 und so, hätte ich safe gepuncht. Safe. Aber naja, kann man jetzt nicht ändern. Wir machen jetzt das Beste draus und hoffen mal, dass wir jetzt die 15.000 packen. So, Granatenspam ist real. Boah, Musik auf jeden Fall auch. Ich hoffe, das ist keine Copyright-Musik, weil beim Intro war zum Beispiel ein Song mit Copyright. Das ist aber ansonsten jetzt nicht so dramatisch gewesen. Ja, wurde zum Glück nicht gesperrt. Aber man muss halt immer gucken, was für Rechte sind da auf dem Song. Kann halt auch immer sein, dass es gesperrt wird. Das ist dann immer ärgerlich. Das finde ich dann immer ein bisschen doof, wenn die Mapper sowas machen. Die wissen halt auch, dass viele das für YouTube und Twitch und so nehmen und auf den Stream, dass sie dann nicht irgendwie No Copyright Sounds reinhauen. Da gibt es nämlich auch das ein oder andere geile Lied auch tatsächlich. Also ist jetzt nicht so, dass das alles scheiße klingt. Ja, okay, jetzt geht meine Muni langsam leer. So, ich habe aber hier noch meine gepunchte AKU. Aber ich denke, ich nehme mir gleich, ich weiß nicht, die Ska oder die UMP mit. Ich glaube, die Ska. Jetzt für den weiteren Verlauf, weil ich ja nicht weiß, was noch auf mich zukommt jetzt hinter den 15.000. Hole ich mir immer schnell hier. So. Kann ich hier auch erstmal benutzen, dann kann ich mir meine gepunchte Waffe aufspannen, weil ich nicht weiß, wann ich dafür mal wieder Munition kaufen kann. Die würde ich jetzt erstmal nur in Notfällen rausholen. Die Ska lässt sich auch schön schnell nachladen. Bisher hat man ja auch noch keinen Speedcooler gehabt. So. Das sieht bislang ganz gut aus, was ich hier tue. Bin ich zufrieden mit. Da kommt jetzt ein Zombie. So, da kommen jetzt wieder ein paar mehr. Da können wir jetzt ein paar Granaten reinhauen. Nur mal so zwischendurch ein paar Punkte reinzukloppen. So. Wir haben gleich die 15.000, hier stehen auch kein Perk oder so, deswegen würde ich sagen, direkt weiter. Ich habe es jetzt vorher gemacht, ich habe immer in jedem Bereich so lange ungefähr ausgehalten, wie ich Munition hatte für die Waffen. Und ich muss sagen, damit bin ich sehr gut durchgekommen durch die Map. So. Ich werde mich jetzt aber trotzdem hier verpissen, weil ich hier noch... Keep running, each door kostet 1.000, jawoll. Ihr seid Distant. Oh ja. Hinter mir spawnen sie auch. Ja, ich hätte vielleicht warten sollen mit aufkaufen. Nicht, dass sie jetzt hinter mir spawnen. Aber dann war es auch noch gut, dass ich mir gerade Muni gekauft habe. Das wäre sonst ein bisschen nach hinten losgegangen. Ah, hier ist die nächste Tür, okay. Dann kann ich hier erstmal versuchen, so lange zu stehen, wie es geht. Okay, es geht nicht mehr so lange. Okay. Weiter. Wo lang? Hier. Okay. Jetzt wieder die Barretta. Hier lang. Okay. Ist hier sonst noch ein Perk oder so? Wow, die kommen ja echt schnell hinterher. Immer noch schnell? Oh ja, die kommen immer noch schnell hinterher. Okay, ich hol mal meine Pack-a-Punch-Waffe raus. Hä, wo sind die? Hier geht's lang. Sind die immer noch hinter mir? Nee. Jetzt nicht mehr. Okay. Hier ist der Zug. Und hier muss ich drunter durch. Ja. Okay, ich habe ein bisschen Schiss vor dem, was passieren könnte. Aber mal gucken. So. Muss ich noch weiter kriechen oder muss ich hier raus? Ich kann auf jeden Fall nicht aufstehen, also... Oh, da kommen aber Zombies, aber die laufen an mir vorbei, okay. Ja, ich denke mal, ich muss mal durchkriechen. Die Musik hat jetzt auch aufgehört.
Oder sie fängt gleich wieder an. Kann ich sie töten? Ja. Kann ich. Theoretisch. Ich hoffe nur, dass sie nicht irgendwie jetzt hinter mir irgendwie gleich alle kommen. Ich weiß nicht, wo die hinrennen. Das macht mir ein wenig Angst. Aber ich muss, glaube ich, erstmal bis ans Ende durchkriechen hier. Eieiei. Das sieht aber erstmal entspannt aus. Das ist erstmal ein bisschen breiter hier alles. Mein Mikrofon mal ein bisschen mehr mittig schieben. Ja. So. Was haben wir hier? Schellenaffen. Mal wieder. Kaufen wir doch mal glatt nach. Let's crouch. We don't want to be seen. Okay. Okay, okay. Ganz sneaky. Wo kommen wir jetzt hin? The Highway. Auch nicht schon wieder. Es scheint auch noch weiter zu gehen, wenn ich gerade Affen gekriegt habe. Achso, warte mal. Ich bleib mal gecrouched, weil ich jetzt nicht weiß. Let's be careful. Who knows what, what's out there. Ja. Gucken wir ein bisschen gerade rüber auf meinen anderen Monitor. Es sind schon wieder gerade so ein bisschen Frame Drops hier bei der Map. Du Scheiße. Ich habe ein bisschen Schiss. Okay, let's do this. Boah. Ultra Frame Drop. Gerade gehabt. Mal kurz einmal hier das Auto anvisieren. Dann gehe ich wieder ein bisschen hoch auf 60 FPS. Naja. Okay, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht muss ich mal ein bisschen aufräumen in dem Aufnahmeordner oder so. Keine Ahnung. Oder die Einstellungen hier sind einfach gerade zu heftig mit dem ganzen Nebel und sowas. Ich sage auf jeden Fall schon mal sorry dafür. Warte mal, ist hier das... Nee. Ich dachte gerade im ersten Moment, hier wäre das letzte Schildteil, weil das habe ich nämlich bislang auch immer noch nicht gefunden. Da ist auch nichts. Das Einzige, was hier immer noch so ist, ist die Hitze, von der ich schon in den letzten Parts erzählt habe. Die ist immer noch, obwohl ich das auch ein paar Tage später aufnehme, aber wir haben heute wieder 30 Grad. Mal hier mal ein bisschen zwischen den Autos gucken. Ja, aber jetzt sogar fast knapp eine Woche später bin ich jetzt hier gerade wieder erst am Zocken. Also mehr oder weniger. Ich habe letzte Woche Dienst... Nee, letzte Woche Donnerstag habe ich aufgenommen. Und jetzt haben wir schon wieder Dienstag. Ein paar Tage zwischen. So. Ich glaube aber, ich kann mich wieder hinstellen. Ich glaube, das Crouchen hat sich erledigt. Ich habe irgendwie Schiss, dass hier gleich richtig viele Zombies... Oh Gott, Sniper. Keep moving, keep moving. Wo soll ich denn mich moven, wenn... Alter, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich weiß gar nicht, ob man das gesehen hat. Wie soll ich mich denn schnell bewegen, wenn ich hier noch nicht mal sprinten kann? Wo muss ich hin? Ach, hier runter wahrscheinlich. Warum werde ich von einem Sniper angeschossen? Kann mir das mal jemand sagen? Bin ich hier richtig? Muss ich hier durch? Sieht so aus. Jetzt bin ich schon wieder in irgend so einem Blumenbeet, Alter. Was ist denn jetzt schon wieder los? Bin ich wieder auf Droge oder bin ich jetzt tot und, I've seen this place before. Mhm. Oh ja, das ist Hogwarts. Da ist ein schöner Baum. Man sieht auch, ich bin ja schon 52 Minuten hier auf der Map, also... My wife, this is where my wife was buried. Ah, okay. Hier liegt also seine Frau vergraben. Ja, da ist auch ein Kreuz. Die Map zieht sich echt in die Länge, muss ich sagen. Das Einzige, was auch nervig ist, ist immer, wenn man restartet... Oh, auf dem Friedhof. And my daughter, the church where we buried her, I still look for her every day. Ach, seine Tochter ist gestorben, okay. Das hatte mal, das ist irgendwie im Intro und hier aus der Map bislang noch nicht hervorgegangen, fand ich jetzt. Okay, da geht's nicht lang, hier lang, okay. Wo war ich gerade am Erzählen? Den Faden verloren jetzt. Ah ja, she wouldn't want me to give up like this, I need to wake up. Ja Mann, wake up. Wake me up inside. Okay. Nee, ich war gerade dabei zu erzählen, dass es immer nervig ist, wenn die Map, wenn du failst hier, musst du wirklich alles von vorne machen. Das ist super nervig, weil du ja auch so viele Passagen hast, wo du nur so
ganz langsam gehst und nichts dagegen machen kannst. Und das ist einfach nur super nervig. Wake up! Wake up! Wake up! Oh, guck mal, hier ist ein Teddy. Ah, okay. Wo sind wir jetzt? Head back to the highway safe zone. Okay. Ich versuch's. Ich habe immer noch irgendwie. Ich bin immer noch angeschlagen. Vom Sniper-Schuss oder so. Wenn ich es richtig sehe. Ah, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, wo ich eben gerade vorstand. Ich möchte ja also gerne. Ah, da oben geht's hoch, ne? Ja. Ab geht's. Back to the highway. Highway to hell. Hier haben wir eine Elsat. Oh, die nehme ich mir, glaube ich, mit statt der Scar. Ich bin halt nur arschlangsam mit dem Ding. Oh, hier geht's gar nicht lang. Wo muss ich lang? Ach, da. Hey, da ist auch wieder Jack. Und Pack-a-Punch. Und Speed Cooler. Oh mein Gott, Speed Cooler. Ich glaube, Defend hier 25k-Pawn. Ach du Heiliger. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier ist das Ende. Das sieht nämlich jetzt wirklich aus wie so ein Last Stand hier mit den ganzen Perks und Pack und so. Okay, das wird ein bisschen heftig. Ich muss wirklich schnellstmöglich. Ich habe das Geld schon für die Elsat. Ich muss mir mal schnell einen Affen werfen hier. Und die Elsat reinkloppen. Okay. Und dann brauche ich auch gleich ganz schnell Speed Cooler. Weil sonst habe ich gleich das nächste Problem. Wenn ich nie schnell genug nachladen kann. Da muss ich mir dann, glaube ich, auch einmal einen Affen werfen, weil so ein Endless Zombie Spawn ist nicht immer so ganz lustig. Hier. Kriegt er mal den nächsten Teddy. So. Warum kann ich nicht... Ich habe ein Perk-Limit, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja mal so eine Scheiße. Ja. Okay. Okay, okay. Ist nachgeladen. Jetzt muss ich nur schnell mal mit der Elsat reinhauen und dann die schnell rausholen wieder. Und gleich, wenn ich mal kurz Zeit finde, die Elsat einmal... Nee, ich habe ihn nicht. Ja, im Notfall muss ich mir mal einen Affen werfen zum Nachladen. Jetzt schaffe ich es, jetzt schaffe ich es. Okay, okay. Okay, so. Schnell, soweit es geht, zurückschlagen. Nachladen, okay, und Elsat. So funktioniert der ganze Hase hier. Ja, das sieht ganz gut aus. Schnell nachladen. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ich denke. Jo. Man kann immer, sobald unten die Muni aufgefüllt ist, egal ob die Animation läuft oder nicht, einfach schnell messern. Animation abbrechen, weil die Muni ist schon drin. So ein kleiner Trick von mir, den man sich vielleicht mal merken könnte, wenn man selber Zombie spielt. Das kann einen doch ab und an den Arsch retten. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Jetzt kommen auch gerade wenig Zombies. Jetzt habe ich auch, glaube ich, gerade mal die Zeit, um nachzuladen. Ja, ganz easy. Aber munitechnisch sieht es auch gar nicht mal mehr so gut aus. Aber da vorne irgendwo war eine Waffe, glaube ich, ne?